Jetzt fahr langsamer! Was machst du da? Bremst, hab ich gesagt! Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde! Yes! Ich mache jetzt wieder eine Fahrstunde mit Kevin. Wir machen Prüfungsvorbereitung. Viel Spaß beim Anschauen. Starte mal die Karre. Nice. Erster Gang, als würdest du losfahren wollen. Und das Problem bei diesen Auto-Hold-Dingern ist natürlich jetzt, wenn du jetzt wirklich losfährst, dann macht er die Handbremse los, ne? Halt mal die Handbremse mit der Hand fest. Probier mal loszufahren. Merkst du das? Weil die Feststellbremse funktioniert. Und damit hast du die Funktion der Feststellbremse überprüft. Also einfach nur hochziehen, festhalten. Versuchst loszufahren, dann merkst du, oh, geht nicht. Und dann weißt du, funktioniert. Jetzt gibt's die Feststellbremse und die Betriebsbremse. Weißt du, wie das Betriebsbremse, wie man die Funktion überprüft? Genauso einfach. Einfach nur wahrscheinlich bremsen und fahren. Musst du in der Prüfung dann einmal machen. Und hält fest? Ja. Dann ist die Funktion der Bremse hiermit überprüft. Herzlichen Glückwunsch, die Sache läuft. Okay, bist du ready für so Prüfungsvorbereitungsgedöns? Können wir machen. Dann fahren wir links und links. Also erstmal hier easy raus. Denk dran an die komplette Show, weil wir links fahren. Ich weiß, es ist ein Parkplatz. Mach am besten trotzdem einen Blinker, als ob wir nicht wüssten, wo wir langfahren. Fahr ruhig auf die rechte Spur, ne? Obwohl das ein Parkplatz ist, immer trotzdem so fahren, als könnte hier nur irgendwer draufkommen. Rindergulasch im Angebot hier, ich bin bekloppt. Nice. Was ist heute für ein Tag eigentlich? Mittwoch, ne? Wenn ich Metzger wäre, hätte ich heute Mittwoch. Mittwoch wäre Met im Angebot. Kommen Sie, kaufen Sie Met. Ganz schlechter Wortwitz. Naja, am Ende fahren wir gleich links. So, erstmal guck mal hier, seh ein Kräuterbonbon. Nice. Tennis, kannst du Tennis spielen? Das war nicht. Ich hatte das schon in der Grundschule. In der Grundschule hast du Tennis gespielt? Das war so ein Ding irgendwie in Sport. Crazy. Drück mal runter die Kupplung. Einfach so für wegen Druck, weißt du? Und wenn du warten musst, so wie wir, chill einfach. Tool. Ja, ich meine nur auch in der Prüfung. Ne, nicht, dass du dann denkst, dass der Prüfer meint irgendwie, boah, wir müssen jetzt los oder boah, wir stehen schon 2 Minuten hier, völlig egal. Ach, guck mal. Schön geschmeidig. Weil der hinter dir bleibt auch dran direkt, ne, hast du gesehen. Wie schnell darfst du jetzt eigentlich fahren? 100. Ja. Ob wir das jetzt machen? Kannst du ja aussuchen. Ich würde sagen, das Müller ist hier ein bisschen grenzwertig. Ja, machen wir mal 4. Gang, ist auf jeden Fall cool. Aber ich sag mal 70 von mir aus. Aber 100. Aber wenn du unbedingt willst, kein Ding. Dann fahren wir nächste Ampel Richtung Dortmund. Hm. Muss jetzt auf die Schilder gucken, wo Dortmund steht. Aber ich glaube, so aus dem Bauch raus kriegst du das auch so hin. Würde mich nicht ganz so beeilen. Genau. Nice. Eine Frage. Auch was? Meine Mutter hat mich vorhin verunsichert auf dem Weg gehen. Sie meinte, sie hat gestern gehört, wenn du in der Prüfung auf eine gelbe Ampel zufährst, würde man immer anhalten. Also jetzt. Immer. Ja. Das ist genauso wie. An einem Stoppschild sollte man immer anhalten. Das einzige Problem an dieser Geschichte ist das Wort immer. Weil es gibt auch Stoppschilder, wo du nicht anhalten musst. Zum Beispiel, wenn das Stoppschild an so einer Ampel hängt. Weißt du, dann sind das Eltern, die verunsichern ihre Kids damit, indem sie sagen, egal, wenn da ein Stoppschild ist, bleib immer stehen. Und da kommt eine grüne Ampel mit einem Stoppschild und die Kids denken dann so, ja, boah, Mama hat gesagt, ich soll auf jeden Fall safe hier stehen bleiben. Ungefähr genau so ist das mit einer gelben Ampel. Es kommt ja darauf an, wenn die einen Meter vor dir gut runterbremst, ne? Ruhig. Genau. Und dann 2. Gang. 30. Easy. Weiß, ne, gibt kein Gas, guck mal. Also wenig Gas halt, ne? Weißt du, warum hier 30 war? Ich denke mal, jetzt wegen der Baustelle. War kombiniert. War 30 und ein Gefahrzeichen. Ja, achte mal auf deine 30. Jetzt musst du halt warten, bis entweder die Baustelle vorbei ist, dann kannst du wieder Gas geben. Oder du wartest bis zum Schild. Aber nicht vorher. Zurück zu deiner Frage, gelbe Ampel. Also es kann dir ja passieren, du fährst 50 als Beispiel. Ja, ja. Und ein Meter vor dir wird die Ampel gelb. Das habe ich auch gesagt. Wie soll das funktionieren? Das ist ja dann unmöglich. Genau, das geht nicht. Da fährst du einfach drüber. Ja. Es kommt immer auf die Situation an. Nächste Ampel biegen wir links ab. Du siehst auf dem Schild hier oben rechts, ja, wie viele Pfeile nach links gehen. Zwei. Genau. Nehmen wir nach rechts.
am liebsten? Jawohl. Fahren wir sogar immer noch Richtung Dortmund. Guck mal. Shane. Da links ist Connor. Ja, er hat gerade gewunken. Aber hast du nicht gesehen? Nicht gesehen. Ich war zu konzentriert. Ist eigentlich Praktikant oder Azubi? Mhm. Praktikant. Connor macht Praktikum. Was ist ein Jahresding, oder? Mhm. Siehst du, Ampel. Jetzt kannst du locker stoppen. Das ist gar kein Problem. Aber der Schwarze hier zum Beispiel, neben uns, was sollte der machen? Ja. Klar hätte er jetzt irgendwie eine Vollbremsung machen können. Aber ja. Mein Fuß steht voll doof auf der Kupplung. Dann nimm kurz Gang raus. So. Also geht das auch so einfach? Alles ist immer einfach, wenn man weiß, wie es geht. Alles ist so einfach. Muss nur wissen, wie, ne? Ich habe mir zu Hause versucht, einen Raumthermostat anzuschließen für eine Fußbodenheizung. Mhm. Zwei Raumthermostate habe ich abgeschossen. Ich einfach nicht genau wusste, welches Kabel wo dran kommt. Aber ich bin so ein Try-and-Error-Typ. Weißt du, ich habe es einfach ausprobiert. Dann habe ich die Fußbodenheizung so angemacht. Dann hat dieser Schalter halt einmal geleuchtet, so pow. Ja, dann war er auch schon aus. Jetzt easy durch die Kurve, ne? Schöne große Kurve, chill. Guck mal, wenn du da vorne siehst, dass die alle stehen und die Ampeln rot sind, drück gar nicht erst drauf. Ja, ich habe auch gesehen, da hinten ist wieder grün geworden, aber so schnell sind die nicht. Eher Gas wegnehmen. Je eher du Gas wegnimmst, je höher ist die Chance, dass du nicht schalten musst. Du bist immer noch sehr am Gas, deswegen ist das noch so ein bisschen Risiko. Lass die lieber in Ruhe abhauen. Genau. Cool. Nice. An der zweiten Ampel fahren wir rechts. Ja, einfach ein bisschen mitzählen und dann klappt das schon. Mit Spiegel gucken und dem ganzen Salat, genau. Das ist mal ganz geil, wie die alle hupen. Keine Zeit! Ja, grüner Pfeil, herzlichen Glückwunsch. Brauchst auch keinen Schulterblick machen, kannst einen machen, sieht immer gut aus. Aber theoretisch kannst du hier einfach durch. Tschüss, fertig. Check wieder hinter dir. Genau. Und check direkt nächste Ampel. Dann kannst du entscheiden, lohnt sich 50 oder nicht. Wie gesagt, wenn du das jetzt siehst und du gibst kein Gas, dann weiß der Prüfer ungefähr, wie weit du vorausschauend fährst. Okay. Wenn du jetzt Gas gibst, wieder bremst, wieder schaltest, dann weiß der, du guckst gar nicht weit nach vorne. Ist halt nicht so gut, ist voll viel Arbeit. Easy, mit dem Gefühl mehr bremst. Stell dir vor, der Prüfer will da hinten ganz entspannt Cappuccino trinken und so. Und wir so. Können wir ihm so eine Blockflöte schenken. Aus dem Kreis gleich fahren wir die dritte Straße wieder raus. Wetter ist auch echt ein Traum, ne? Einfach falsche Stelle auf dem Planeten geboren. Ich glaube, Kalifornien, das wäre auch gut geworden. Schöne große Kurve. So langsam du kannst. Richtig durchchillen hier. Nächste wieder raus. Ja. Achso, die dritte wollte ich, ne? Aber ist egal, fahren wir eine Runde. Ne, wir fahren mal weiter jetzt. Ja komm, jetzt zählen wir mal zusammen. Letztes Mal habe ich mich verzählt. Eins. Zwei. Ole, ole. Genau. Aber jetzt steht es 1-1. Wir fahren hier rechts auf dem Parkplatz übrigens. Lass dir Zeit dafür. Am liebsten, genau. Je langsamer, je besser. Und dann fahren wir direkt links rum. Ja. Auch da, je langsamer, je besser. Und dann suchst du irgendwie eine Stelle zum Umkehren aus. Mir ist egal, wie, wo, Hauptsache wir kehren die irgendwie um. Cool. Was ist das hier für ein Knaststellplatz? Hauptsache Stabmattenzaun, ey. Genau, schön da hinten gucken. Ich mache jetzt mal hier unseren super Display wieder aus, damit du nicht auf falsche Gedanken kommst. Niemand. Nice. Jetzt einmal wieder runter, ne? Jo, aber nicht beeilen. Nee, das ist auf keinen Fall. Links, rechts, links. So, Zeit lassen, Zeit lassen, Zeit lassen. Ist wirklich der Parksensor schon Paranoia hier. Parken wollte ich dich auch noch fragen. Ich habe das mit Christoph jetzt so 2-3 Mal gehabt. Ich zeig dir das. Aber Parken ist so ein I-Punkt, weißt du? Erstmal musst du die komplette Basis hier auf dem Schirm haben. Das
chill, das meinte ich. Verstehst du? Da stehst du halt hier, ist egal. Eine Minute, zwei Minuten, keine Ahnung, wo er herfährt, was da los ist. Kommt noch so ein, ich hätte fast gesagt, blödes Fahrrad, so, soll er doch einfach fahren. Jetzt steht er da, toll. Kommt der Nächste. Dem Prüfer juckt das überhaupt nicht. Du musst einfach nur Nerven behalten, ganz entspannt bleiben. Ist ja schön, die Zeit, die weggeht. Ja, ist in der Fahrstelle natürlich nicht so geil, aber du musst halt gucken trotzdem, dass du die Nerven behältst und entspannt bleibst. Ist so. Also nicht, dass du dir denkst, boah, jetzt aber. Ne? Irgendwann hast du dann gleich eine Gelegenheit, wo du sagst, jo, ja, das passt aber. Irgendwann. Je nachdem. Sollen wir? Ja, da kommt noch einer. Okay. Ich kann das jetzt auch nicht einschätzen. Den Tag hast du auch gesagt, das wäre schon wieder zu eng geworden. Okay. Zu viel Platz, weiß ja nicht, wie der Prüfer. Niemand anders darf wegen dir bremsen. Mhm. Das ist die Mission. Und wenn du jetzt hier so locker rausfährst und keiner wegen dir bremst, ist alles gut. Wenn irgendwer bremsen muss, ist immer doof. Das ist die Mission. Erste Straße wieder raus. Guck weit. Guck früh und weit nach links. Fahr nie in einen Kreis rein, wenn du nicht gleichzeitig nach links guckst. Bleib immer mit deinen Augen links, damit du siehst, wenn einer mit dem Moped kommt, weißt du, wie schnell die da sind? Du guckst so nach links, da ist keiner, alles klar, willst du ganz entspannt als Fahrschüler da rein und dann kommt so einer. Du musst genau in dem Moment, wo du reinfährst in den Kreis, musst du nach links gucken. Sonst hast du irgendwann so ein Mission Impossible über den Motorhaube. Weißt du, wie der Wischer angeht? Ja, den habe ich schon oft genug aus Versehen betätigt. Ja, dann mach doch nochmal extra Hit. Einmal. Ja, mach mal einen wieder nach unten. Genau. Ja. So ist okay. Je höher du den machst, je mehr ballert der, ne? Ja. So, wir wollen jetzt geradeaus weiterfahren. Du kannst das regeln. Mir ist egal, wie du das machst, wo du langfährst. Hauptsache, wir kommen geradeaus. Ich würde in dem Streifen bleiben. Ja. Im Idealfall nimmst du von zwei Fahrstreifen immer den rechten. Es sei denn, du kennst dich aus, so wie du dich hier wahrscheinlich auskennst. Ja, ich weiß, dass wir jetzt rechts rüberziehen müssen. So, dann ist alles easy und bleibst halt auf der Spur. Versuch mal, wenn du bremst, dir so ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Merkst du, dass ihr das am Ende mal so, bopp, so ein bisschen reinhaust? Ja. Da kannst du einfach mehr entspannen. Atme ein, atme aus. Spur hältst du gut, passt. Können Sie mir einmal zeigen, dass Sie den Tempomat bedienen können? Klar. Cool. Oh, nee, mach nochmal an. So. Ich dachte, der wäre aus. So, und jetzt? Ja, ist eingeschaltet? Ja. Nice. Oh, dann ist doch schon alles gut. Aber ist der in der Regel immer an? Weil jetzt war er dir anscheinend an. Ja, also der war eingeschaltet. Manchmal ist er eingeschaltet, wenn der Fahrschüler vor dir das angelassen hat oder aus. Also wichtig ist ja, dass du den auch ein- und ausschalten kannst. Im Sinne von, ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist. Also du schaltest ihn ein und dann schaltest du ihn nochmal an. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. So, Lärmschutz, ja klar. Digga, 30 im zweiten Gang hier. Super duper Lärmschutz. Wir könnten das auch probieren, 30 im dritten Gang zu fahren. Aber ich zeig dir das mal, mach das mal, damit du siehst, was passiert. Wir bleiben im dritten Gang. Jo, also Kupplung. Also jetzt sagt er dir bitte nochmal Tempomat aktivieren natürlich. Erstmal 30 fahren. So, und jetzt merkst du, wie der dröhnt? Ja, ist halt nicht cool, ne? Also, das ist eben ein Trommelfeldschaden. Deswegen, also umweltschonende Fahrweise hin oder her, aber so funktioniert das nicht. Nimm lieber einen zweiten. Die Sache läuft. Ja. Genau, drück ruhig noch ein bisschen drauf, dass du dann den 30 kratzt. Mach Tempomat an. Dann bist fertig damit. Ja, 30. Wunderbar. Schön, ne? Ich weiß gar nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Einfach überall in dieser Stadt 30 zu machen. Eigentlich hätten die Ortseingangsschilder Lünen 30-Zone. Dann wäre alles geklärt gewesen. Mir fallen kaum noch Straßen ein, auf denen man 50 fahren darf. Es ist wenig. Zack. Das war. Viel sanfter. Das war entspannt. Wahnsinn. Du machst Schule noch, ne? Ich mach Ausbildung. Ausbildung. Wo? Bei Jung. Bei Jung? Kennst du? Ach klar. Wo denn da? Maschinenanlagenführer. Der Sören irgendwo bei dir? Der sitzt im Büro. Da ist ich endlich hochgeschlafen nach Jahren, ja? Ist der Vorarbeiter jetzt? Ja. Geht wahrscheinlich jetzt anderthalb Jahren so in Rente. Mhm. Und dann wird der. Dann übernimmt Sören den Laden. Ach du Scheiße. Ich habe mal mit Sören zusammen gewohnt. Er ist ein schräger Typ. Mitarbeitern ist er nicht immer der beliebteste. Ja, ja. Ja, der meint das auch ernst zwischendurch. Die erste fahren wir wieder raus. Jetzt musst du halt aktiv werden. Dann kannst du ein bisschen an. Keine Kupplung, bremst ein bisschen an. Kupplung lass los. Ganz los lassen die Kupplung. Erste wieder raus. Was macht der? Lässt er euch stramm stehen oder was? Nee, aber also mit mir ist er anscheinend im Moment noch gut. Aber ich glaube, das ist auch, weil ich halt. Er sieht mich halt nur arbeiten. Ach so, ja gut, dann ist das okay, ja, ja. Mir ist er immer noch höflich. Aber es gibt halt auch Leute, die sagen, die kennen auch eine andere Seite von ihm. Und bei ihnen ist das auch so,
Wenn du die ganze Zeit arbeitest und er sieht, du machst, dann ist er glücklich. Ja. Dann mag er dich auch. Ja, ja. Aber wenn du mal siehst, dass du mal quatschen gehst oder so, dann... Das ist schlecht. Guck mal, wir folgen der Vorfahrtsstraße. Siehst du, wo das ist? Ja. Cool. Spiegel, Blinker, jetzt schon alles fertig machen. Links fahren wir. Links, 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 links. Ja, ich würde ein bisschen bremsen, weil das macht der Tempomat halt nicht. Genau. Das ist dann dein Job. Wir folgen nochmal der Vorfahrtsstraße, ja, wo die lang geht, weißt du? Na links. Also Spiegel gucken, Blinker. Ich würde ein bisschen bremsen. Gerade weil die Kurve auch ein bisschen unübersichtlich ist. Nice. Ja. Ah. Meine Herren. Guck mal, was da in 80 Metern kommt. Zebrastreifen. Jo. Wenn er kann, ist es ja gut. Wir fahren die nächste Straße rechts. Die ist nicht so ganz so leicht zu erkennen. Ungefähr da, wo der weiße BMW rumeiert, ne? Ja, das ist eine gute Idee. Ist auch geil, so wenn so 12-Jährige hier schon am Rauchen sind. Ey. Ich habe, glaube ich, das Glück, dass mir der Scheiß nie geschmeckt hat. Ich hätte das mal probiert in der Schule, auch so völlig ernst, habe mir dann so eine Schachtel Zigaretten gekauft, habe gedacht so, jetzt bist du cool, stehst du mit allen in der Raucherecke. Dreimal dran gezogen, ist mir schwindelig geworden, dann war ich raus aus dem Thema. Bleib zweiter Gang, guck mal, du kannst doch was sehen. Nur Fuß über die Bremse, das kannst du ja machen. Also wie so eine Katze so. Jo, und dann drückst du wieder drauf. Und jetzt kannst du auch bis 30 ziehen. Straße ist frei, alles ist gut. Sieht ja gut aus, bis auf die beiden Super-Experten, die da von vorne kommen. Jo, und das ist hier Prüfungsstrecke, ne? Mhm. Also schön. Holzauge, sei wachsam. Schön gut aufpassen, was hier so passiert. Weißt du, warum das passiert ist? Nein. Okay, erkläre ich dir. Aber warte, pass erst noch auf und dann erkläre ich dir gleich. Ich kann auch hier kurz halten. Mm-mm. Gesehen, was da oben rechts für ein Schild steht? Das hier? Fahrradfahrer haben noch Vorrang. Die Einbahnstraße. Ach, Einbahnstraße, ja. Ja, meine ich wegen dem nächsten Schild, was da von vorne kommt. So. Ja. Was müssen wir machen? Links abbiegen. Wo müssen wir uns einordnen? Rechts? Nein, links. Spiegelko, Lenker, ganz links rüber. Das ist der Scheiß mit Prüfungsvorbereitung. Ja, ich merk's. Weißt du, also angenommen, du fährst 70 und jetzt bremst du runter. Ja. Weißt du, ab wann du in den ersten kannst und ab wann du in den zweiten kannst? Zweite kann man doch schon ab 30 dann. Nee. Kannst du dir dann den Zahlen merken? Du kannst ja den zweiten ab 20 und in den ersten ab 10. Also ich gebe dir ein Beispiel, gib mal ein bisschen Gas. Du bist zwar jetzt noch am ersten, ist aber völlig egal. Einfach weiter Gas geben. So, jetzt drück mal die Kupplung. Jetzt rollt das Auto hier mit 20. Ja. Wenn du jetzt die Kupplung loslässt, bremst er dich schlagartig auf 10 runter. Probier aus. Gemerkt? Ja. Wenn du aber vorher auf 10 bremst, kann dich das Auto nicht mehr bremsen. Jetzt machst du das gleich nochmal, gibst mal ein bisschen Gas. Drück mal wieder Kupplung. So, jetzt nicht die Kupplung loslassen, sondern du bremst jetzt erstmal auf 10. Das reicht. Jetzt löst du langsam. Senor. Alles weg. Ach, hätte ich damals so einen Fahrlehrer gehabt. Meiner hatte immer nur, jetzt fahr langsamer, was machst du da? Bremst, hab ich gesagt. Ich dachte immer so, Alter, entspann dich. Ich bezahle auch noch Geld dafür. Ja, ja. Links fahren wir weiter. Bleib schön links, weil Einbahnstraße. Ich weiß auch nicht, wie der das so lange überlebt hat. Das Doofe hier an dieser Prüfungsstrecke ist, die Fahrschüler geben jetzt immer Gas. Bleib mal stehen. Einfach stehen. Hier ist nämlich rechts vor links. Mhm. Siehst du, kommen sogar Fahrrad. Fahrrad, Vorrad, Fahrrad. Ich würde stehen bleiben. Verzichte auf deine Vorfahrt. Sorry, das war ich. Verzichte auf deine Vorfahrt. Lass ihn da rein. Ja. Okay. Jetzt hast du Platz, kannst fahren. Das ist hier meine Prüfungsbedienung, hast gehört? Wenn ich irgendwas antippe, dann so. Wie im OP-Saal. So. Piep. Ich konnte nichts mehr machen. Hoffentlich höre ich das Geräusch. Nein. Stöpsel reintun, dann ist das. Nächste Kreuzung fahren wir rechts weiter. Boah, respektlos. Der ist jetzt nicht so gefahren. Nee, der ist nicht so gefahren. Also das wäre jetzt auch Führerscheinprüfung
Ciao, Kakao. Nächste Mal. Aber Paragraph 1 für Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht, gegenseitige Rücksicht. Wir sind natürlich, ja, wir pochen nicht auf unser Recht. Wir sind ganz ruhig. Wir sind ganz ruhig. Wir holen nicht die Fliegenklatsche raus. Obwohl es wahrscheinlich einen geistig für einen kurzen Moment befriedigen würde. Guck mal, da sind sie immer noch. Gangster. Dann fahren wir rechts weiter. Gut. Wichtig ist nie schnell. Wenn du mal hinter dir guckst, das ist genug Abstand, der muss nicht wegen uns bremsen. Das ist cool.